Hallo! Ja, hier bin ich mal wieder mit einem riesengroßen DM Müller Rossmann Hall. Also diesmal ist alles drei sozusagen vertreten. Ja, ich muss sagen, ich bin die letzte Zeit fleißig einkaufen gewesen. Es gab super viele neue LEs bzw. auch generell Sortimentsumstellungen. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, sowohl bei Essence, bei P2, Catrice. Trended Up, überall neue Produkte und gleichzeitig auch noch tolle neue LEs. Ich war komplett überfordert und habe irgendwie nur noch zugegriffen wie so eine komplette Irre. Und gleichzeitig habe ich wirklich viel von DM und Rossmann zugeschickt bekommen. Deswegen, in diesem Video gibt es ganz viele PR-Pakete, es gibt ganz viel von DM, ganz viele Neuheiten, alles Mögliche, was ich so eingeshoppt habe. Und zum Schluss gibt es auch noch eine riesengroße Verlosung. Also ich werde wahrscheinlich mehrere Verlosungen draus machen, weil es einfach so viel ist, was ich zugeschickt bekommen habe. Und ich möchte einfach alles an euch weitergeben, weil ich genug habe und einfach euch damit eine Freude machen möchte. Genauere Infos oder Bedingungen zu den ganzen Verlosungen findet ihr wie immer in der Infobox. Und was genau ihr gewinnen könnt, findet ihr dann auf Instagram, weil da werde ich verschiedene Bilder posten und ja, schaut da einfach gerne mal bei mir vorbei. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu labern und fange direkt mal an, weil es ist wirklich wahnsinnig viel. Holt ihr euch irgendwas zu trinken, zu knabbern, sonstiges? Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit meinem aktuellsten Einkauf, den ich erst gestern getätigt hatte. Das ist nämlich diese klitzekleine Tüte hier. Und zwar habe ich mir zwei Shakes mitgenommen. Ich habe jetzt endlich mal wieder angefangen, Sport zu machen und ein bisschen meine Ernährung umzustellen. Habe ich ja schon lange erzählt und jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Und zwar habe ich mir diese zwei Shakes hier mitgenommen. Ich möchte nämlich versuchen, abends entweder wirklich Kleinigkeiten zu essen, vielleicht irgendwie ja, Gemüse oder Obst oder halt eben mal komplett abends wegzulassen und dann durch diese Shakes zu ersetzen. Ich habe mich hier einmal von Charlotte Eden entschieden für den Stoffwechsel Vitalkost Shake sozusagen in Mango-Maracuja-Geschmack. Total meins. Ich liebe diesen Geschmack wirklich, weil diese ganzen, es gibt ja meistens immer nur Vanille, Erdbeer, Schoko und irgendwas anderes. Und irgendwann auf Dauer, wenn man jeden Abend so einen Shake trinkt, wird es zu langweilig. Deswegen dachte ich, ich nehme mal zwei verschiedene Sorten mit. Mango Maracuja, ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht getestet. Das werde ich heute Abend das erste Mal machen. Dann von Leyenberger Fit and Feel Good Slim. Vanille-Sahne-Geschmack ist das hier. Ich habe mich einfach mal durch die Abteilung durchgeguckt und habe geschaut, was spricht mich an. Ich will es auch erstmal testen, deswegen habe ich jetzt nicht die ganz, ganz teuren genommen. Ich glaube, das hier hat um die 5, 6 Euro gekostet, das hier genauso 6, 7 Euro. Und es gibt ja auch welche für 15 Euro oder sowas. Ich dachte mir, ich probiere erstmal, steige erstmal langsam ein und dann schaue ich mir mal, ob ich mir irgendwelche hochwertigeren Produkte noch irgendwo hole. Aber das sind auf jeden Fall zwei sehr gute Marken, deswegen dachte ich mir, die beiden direkt mal ausprobieren. Dann bin ich auch direkt in den DM gerannt, weil es eine neue LE gab. Und zwar diese süßen Lippenbalsam-Trios. Ich fand es so süß, weil die hier so eine Macaron-Verpackung haben. Richtig niedlich. 5,95 € hat das Ganze gekostet und es hat mich mega angesprochen. Das hatte ich auf Instagram gesehen gehabt, dass DM das eben gepostet hatte, dass es seit gestern dann praktisch in den Läden ist. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss zum DM und versuchen, die zu ergattern, bevor sie weg sind. Ich finde die mega, mega, mega süß. Dann habe ich mir einen neuen Tee mitgenommen. Ich nehme ja normalerweise immer die gleichen Tees mit, mein Detox-Tee oder meine Zitronenpulver. Und jetzt habe ich mal diesen hier mitgenommen von Bad Heilbrunner, heiße Zitrone mit Limette. Und was mich hier so angesprochen hat, ist, dass das hier solche Beutelchen sind. Das ist hier noch alles eingepackt, die eben so richtig diese, ja, die so richtig nach gesund aussehen, das hört sich jetzt vielleicht bekloppt an, aber da sind halt eben so richtig Zitronen und Limettengras und Limonen und so weiter. Diese richtigen Stücke sind hier drin, so wie diese ganzen losen Tees, aber halt eben doch nochmal in einem Beutel verpackt. Und ich glaube, dass das ja noch nahezu besser ist als diese ganzen Sachen, die ich bis jetzt benutzt hatte. Also diese zum, wo sich das Ganze auflöst. Davon habe ich jetzt auch noch genug, werde ich auch weiterhin benutzen oder trinken. Schmeckt mir einfach mega gut und einfach um ein paar Vitamine zu bekommen, Vitamin C und Co. Aber
das fand ich jetzt nochmal ein bisschen interessanter, weil da, ich habe einfach das Gefühl, dass da noch mehr so richtig real Zitrone drinne ist und nicht nur draufsteht. Deswegen, keine Ahnung, ich werde es mal ausprobieren. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Dann gibt es aktuell eine neue Catrice Allée. Ich habe da leider Gottes nicht mehr viel ergattern können oder auch nicht so viel mega toll gefunden. Aber was ich mega toll fand, war dieser Brush. Oh mein Gott, ich habe den gesehen und direkt gesagt, ja, ja, du kommst mit. Das war auch der letzte gewesen. Der soll zum Highlighten da sein, also ein Highlighter-Brush soll das sein. Ja, so sieht das Baby aus. Richtig, richtig süße Verpackung. Und was mir so zugesagt hat, ist, dass er diese Schräge hat. So wie dieser Pinsel von Evelyn. Ach, der ist jetzt zu weit weg. Aber es gibt ja den neuen Pinsel von Evelyn und der Blush Brush. Der hat ja auch so eine Rundung, wo sich das eben genau der Wange sozusagen anpasst, wo man einfach super mitarbeiten kann. Ich würde den tatsächlich nicht als Highlighter benutzen. Oder vielleicht doch? Der passt sich ja auch so rum an. Ja, stimmt. Okay, müsste ich mal testen. Wenn er mir als Highlighter nicht gefällt, dann definitiv einfach für den Blush. Und ich finde ihn einfach mega süß von der Verpackung, von der Aufmachung her. Musste er einfach mit. Dann habe ich noch einen Pinsel mitgenommen und zwar aus der aktuellen Essence LE. Und zwar sieht er so aus. Die LE heißt Beauty Angels und das ist ein Concealer Duo Brush. Also man sieht schon, der hat hier oben so eine, einfach diese, einfach flach. Und mit diesen Pinseln trage ich immer ganz gerne Masken auf. Also ich finde, das sind die perfekten Pinsel, um eine Maske aufzutragen. Und hier unten hat er das Gleiche, nur einfach in dünn. Ja, und damit hatte ich einfach tatsächlich vor, mir entweder Masken aufzutragen oder wenn ich wirklich Correcting-Sachen mache, weil das ist einfach auch eine Correcting-LE. Und gerade auch, wenn man die Augenbrauen vielleicht umrandet und nachzieht, kann man das mit diesem hier perfekt machen. Also ich finde den richtig, richtig süß, auch von der Aufmachung her richtig schön in diesem Flieder. Aus der gleichen LE habe ich diese zwei Produkte hier mitgenommen. Also es ist eine komplette Correcting-LE, die jetzt gerade rausgekommen ist. Die wurde gerade aufgebaut, als ich schon aus dem DM rausgehen wollte, habe das gesehen und habe mich umgedreht und bin direkt zu diesem Aufsteller hingegangen. Und zwar ist das hier Color Correcting Cremes sozusagen. Einmal Soft Brightening, so ein Primer. Und das hier ist Wake-Up-Effekt. Und dann gab es nochmal eine grüne Edition, wo man dann praktisch die ganzen Rötungen abdecken kann. Und das Rosane ist ja auch gerne für dunkle Augenringe und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es da noch was in Gelb gab, aber ich glaube jetzt nicht. So sehen die Verpackungen auf jeden Fall aus. Auch richtig, richtig süß. Und dann habe ich noch diesen Stick hier mitgenommen. So sieht der aus. Ja, und der ist tatsächlich für Anti-Redness sozusagen gedacht. Da gab es auch verschiedene solche Sticks und immer halt eben entweder in diesem Concealer-farbenen, in diesem rosanen oder in diesem grünen. Und das ist halt jetzt wirklich einfach so ein, ja, ihr seht es ja, der ist komplett grün. Und der ist eben dafür da, dass man eben diese Rötung wegbekommt. Und ich fand das mit dem Stick einfach besser, dass ich gezielt halt das auf die jeweiligen roten Stellen oder Pickelchen oder so weiter auftragen kann. Deswegen hatte ich mich da in diesem Fall für den Stick entschieden. Gehabt. Und dann gab es noch eine LE von P2. Die hatte ich das letzte Mal schon gesehen gehabt, als ich dort gewesen bin und da wollte ich genau diesen Lippenstift hier haben und der war ausverkauft gewesen. Das war der einzige, den es nicht mehr gab und jetzt habe ich gesehen, dass es den wieder vorrätig gab und ich finde den so, so wunderschön und ich muss versuchen, diese Verpackung hier aufzubekommen. Achso, die LE heißt übrigens Cosmopolitan Chic LE und da gab es eben drei solcher Stifte und da gab es auch irgendwas mit Rot, ich glaube Lila, ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher, aber dieser Nude-Ton hatte mich eben interessiert und der hat hier eben so ein Dreieck. Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es erkennen. Ist komplett dreieckig und es ist so eine schöne Farbe. Nicht matt, so ein Schiergloss. Nicht komplett glossy, aber auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe. Schaut euch die mal an, die ist doch genial, oder? Ist die Farbe 010 Madrid. Wir kommen zum nächsten und zwar Trended Up. Oh mein Gott, ihr kennt ja meinen Obsess mit diesen ganzen Lippenprodukten von denen, diese Ultra Matt Lip Creams. Es gab bislang immer 5 Farben, die habe ich auch alle und es sind, ich glaube, insgesamt 3 neue rausgekommen. Ich muss sagen, einer davon ist ein schöner, wunderschöner Beige-Ton, der ähnelt dem, der aber schon in der Kollektion war, extrem. Ich habe die wirklich nebeneinander gehalten. Ich habe absolut gar keinen Unterschied gesehen. Fand ich ein bisschen traurig. Und der andere war so ein Rot, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber das hier, so ein schöner Rosenholzton, musste natürlich mit. Ist übrigens die Farbe 51. Wie gesagt, die sind jetzt neu. Also da steht auch überall neu dran. So sieht der Ton aus. Wow. Richtig schön und direkt beim ersten Wisch sind die eigentlich schon matt. Also wenn die mal nicht matt Lipcreams sind, dann weiß ich auch nicht. Also richtig, richtig, richtig schöne Farben. Dann kommen wir schon zur nächsten Tüte und da habe ich einmal von Carefree die Flexiform Slip-Einlagen
in der frische Duftrichtung und die, die man für Unterhose als auch für Tanga, die man so umklipsen kann sozusagen. Ja, kaufe ich immer wieder, habe ich euch jetzt schon tausendmal gezeigt, glaube ich. Dann habe ich mir einmal, bei Müller war das gewesen, diese Wimpern hier mitgenommen von der Marke Kiss. Waren leider nicht ganz so günstig, aber die sollen ja mega gut sein, deswegen möchte ich die unbedingt mal probieren. Ich habe mich jetzt hier für die Ritzy? Keine Ahnung, entschieden. Ja, für diese hier habe ich mich entschieden. Ich fand das Wimpernbändchen extrem gut. Es ist durchsichtig, mega dünn und so wie die Wimpern angesetzt sind, außen lang, innen kurz, finde ich richtig, richtig schön. Ja, dazu gebe ich euch auf jeden Fall ein Feedback, weil die sind wirklich teuer, dafür, dass sie in einer Drogerie erhältlich sind. Deswegen, da gebe ich auf jeden Fall Feedback zu. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Dann habe ich diese Dinger hier gekauft. Oh mein Gott, da haben mich so viele nachgefragt, als ich das auf Instagram gepostet hatte. Und zwar von Essence. Das sind solche Cooling Eye Pads. Die sehen aus wie so Gurkenscheiben. Das sind einfach solche Pads, kennt man auch, die auch diese Augenmasken haben. Da ist ja so ein Gel drin und das legt man dann einfach in die in den Kühlschrank, beziehungsweise für ein paar Minuten in die Gefriertruhe und dann kann man sich das auf die Augen legen, wenn man irgendwie eine lange Nacht hinter sich hatte oder irgendwie Augenringe oder. Und das gibt es tatsächlich nur an den Essenstheken, die so richtig lang sind, diese XXL-Theken. Also ich habe es auch nur im Müller gefunden und ja, dann direkt mal mitgenommen, weil fand ich sehr, sehr interessant. Dann habe ich, das ist jetzt eine Sache, die tatsächlich ausnahmsweise jetzt vom Douglas ist, aber es ist EOS Lip Balm. Ich gehe mal davon aus, dass sie hoffentlich bald bei Rossmann und auch beim DM erhältlich sind. Aktuell leider Gottes bei Douglas, wie gesagt, aber mein Gott, EOS gibt es ja mittlerweile auch dann sowieso schon in der Drogerie, deswegen denke ich, dass die auch kommen. Das sind diese Shimmer Editions und zwar einmal in der Farbe Pearl, also einfach durchsichtig mit so einem Schimmer und dann einmal Sheer Pink, also einfach so ein durchsichtiges Pink, was aber auch nochmal Schimmer hat sozusagen. Die habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt gehabt. Finde ich beide wirklich richtig, richtig gut. Dann wie immer, und ich hatte glaube ich schon mehrere davon geholt, aber ich habe es mir schon rausgeholt. Und zwar von Ovomaltine oder beziehungsweise die Ovomaltine. Ja, einfach ein Crunchy Cream Nuss Aufstrich, Brotaufstrich. Mega lecker, wer es noch nicht kennt, probiert es aus. Aber auf eigene Gefahr, weil Suchtpotenzial. Extremes, extremes Suchtpotenzial. Dann hatte ich auch eine, so ein Professional-Bürste mir mitgenommen gehabt. Hatte ich gesehen in so einem Aufsteller und fand ich mega interessant. Es ist erstens richtig schön, weil es Rose Gold ist. Hallo? Muss man ja echt mal sagen. Ich versuche das jetzt hier auch mal aufzukriegen. Mein Gott, hier ist immer alles so gut verpackt. Aber es ist auch besser so. Ja, und da gab es verschiedene Bürsten. Ich glaube, vier verschiedene. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir... Doch, ich habe mir die Nummer 4 genommen. Ich glaube, das war die größte. Oder war das die mittlere? Ich weiß gar nicht, ob ich mir die größte genommen habe oder die zweitgrößte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Griff extrem weich ist. Richtig, richtig weich. Ein schönes Rose Gold. Und dann hier eben diese Bürste. Und ich will wirklich mal versuchen, damit ein Make-up zu schminken. Also ich finde das ja mega interessant. Ich bin ja absoluter Beauty-Blender-Liebhaber. Total. Und damit möchte ich es einfach mal probieren. War auch leider Gottes nicht so günstig. Deswegen, ich hoffe, dass die gut sind. Ich habe jetzt schon mal ein paar Videos gesehen. Die eine lieben sie, die andere hassen sie. Deswegen, ich muss es einfach mal austesten und meine eigene Meinung darauf bilden. Dann habe ich mir etwas mitgenommen, was eigentlich total lustig ist, aber ein Beauty-Drink. Von das Gesunde Plus Limited Edition. Habe ich auch noch nie gesehen, dass es vom Gesunden Plus eine Limited Edition gab. Und zwar ein Nahrungsergänzungsmittel Schönheitsdrink mit 6-fach Nährstoffformel für Haut, Haare und Nägel. Mega. Vitamine und Spurenelemente für Schönheit. Granatapfel-Holunder-Geschmack. Habe ich auch noch nicht probiert. Hier steht, dass man täglich 500 Milliliter trinken soll. Wie viele Milliliter sind das? 250 Milliliter. Also hält gar nicht so viele Tage. So sieht es aus. Wirklich wie so eine, keine Ahnung, wie so ein Hustensaft irgendwie mit diesem Käppchen hier. Und so ein Käppchen sind 500 Milliliter und das soll man jeden Tag einmal trinken. Ich bin ja mal echt gespannt. Ich will mal kurz dran riechen. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Oh, das riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Oh, da möchte ich am liebsten gerade mal auf Ex weg trinken. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Einfach mal zum Testen. Okay, es ist zwar flüssig, aber so ein klitzekleines bisschen dickflüssig, aber ganz, 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 ganz leicht. Leckerer Geschmack. Ein bisschen säuerlicher Nachgeschmack, aber ganz, ganz leicht. Aber kann man auf jeden Fall trinken. Lecker. Und jetzt habe ich
Oh mein Gott, ich habe so viel Schminke, die gleich kommt. Aber erstmal mache ich noch zwei Handseifen weg. Und zwar von Aveo. Das ist eine Marke, die habe ich bei Müller gefunden. Das ist anscheinend so eine Müller-Eigenmarke. Also bei Müller muss ich sagen, steinigt mich nicht in den Kommentaren. Ich kenne mich mit Müller überhaupt gar nicht aus. Ich bin nie im Müller. Außer jetzt, jeder, der mich verfolgt auf meinen Vlogs. Ich bin, glaube ich, täglich zu Müller gerannt wegen diesen blöden Rainbow-Highlightern. Oh mein Gott, wie ich da ausgerastet bin. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen im Müller rumgeschnuppert und habe eben diese Handcremes gefunden. Und ich habe da schon von Weitem gesehen, ich meine, die Verpackung lacht mich jetzt nicht unbedingt an, aber ich habe da eine Melone drauf gesehen und dachte mir so, passt sie mal heimlich auf, so wie ich es immer mache, gell? Das ist voll das schlechte Vorbild, aber egal. Und ich musste einfach mal dran schnuppern. Oh mein Gott, das ist nicht normal. Das riecht so krass nach Melone, aber nach Süßigkeit-Melone. Also es gibt ja diese Düfte, die einfach nach einer frischen Melone riechen. Und das riecht so richtig nach... Das riecht so krass nach so einem... Das hatte ich mal bei TK Maxx gefunden gehabt. Das ist wirklich so ein Kaubonbon, was nach Melone schmeckt, klar. Und außenrum ist es aber nochmal so ein bisschen säuerlich. Mega lecker. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Bitte, die meisten haben wahrscheinlich einen Müller in ihrer Nähe. Riecht da mal dran. Ich werde es mir direkt ins Badezimmer stellen. Auch wenn ich jetzt gerade noch eins habe, was angebrochen ist. Das riecht so abnormal gut. Also das ist wirklich krass. Richtig, richtig, richtig lecker. Ja, und jetzt kommt ganz, ganz, ganz viel Make-up. Das meiste kennt ihr allerdings schon, weil ich dazu auch teilweise schon Fotos gepostet habe, Reviews gegeben habe. Ich fange jetzt ganz schnell mal an bei einem Lippenbalsam. Und zwar, können wir bitte kurz über den Namen sprechen? Labellino. Oh mein Gott! Ich habe diese Namensfindung, dieser Name. Ich habe das gesehen und dachte mir so, oh mein Gott. Du gehörst sowas von mir, egal was komme. Und ich hatte euch ja auf Snapchat in einem kompletten DM mitgenommen. Ich war wirklich lange im DM und habe euch da meine Lieblinge gezeigt. Sachen, die ich liebe, die ich hasse, die ich empfehlen kann, Neuheiten und so weiter. Und da habe ich auch das hier gesnappt gehabt, Labellino. Weil es natürlich von der Schrift und von der Aufmachung wie Labello ist. Und mich hatte halt interessiert, ob das tatsächlich Labello ist. Und wenn man das Ganze umdreht, sieht man hier fett Labello. Also es ist tatsächlich von Labello produziert, einfach eine Art EOS, dass das Ganze eben rund ist. Und die haben das aber so süß Labellino genannt. Ich komme auf diesen Namen echt nicht klar. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Einmal irgendwas mit Minze, was überhaupt nicht meins ist. Und ich habe mich eben für das hier entschieden. Rubsberry Red Apple. Und das machen wir jetzt mal auf. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Echt, das ist so süß. Es ist halt nicht super rund, sondern eher noch ein klitzekleines bisschen eckiger. Und ich habe auch schon gesehen, dass es hier drinne eben nicht super rund ist wie bei einem EOS, sondern eher ein bisschen spitz zulaufend, was ich allerdings besser finde, weil da kommt man einfach besser in die Lippen und so kann man wirklich einmal zapp, zapp machen und fertig. Auch ein angenehmer Geruch. Hat das irgendwie eine Farbe? Ich hoffe ja nicht. Nein, ist durchsichtig. Wobei es gibt so einen ganz, ganz leicht weiß-rosanen Schier-Up. Oh, riecht es lecker. Also hier, wenn man hier dran riecht, ist es noch relativ neutral, aber auf der Hand jetzt, oh, mega lecker. Darauf freue ich mich auch, kommt auch direkt in meine Handtasche. Ich habe so viel Lippenprodukte jetzt momentan, alleine hier auch die neuen EOS-Sachen. Ein bisschen zu viel, aber hey, dann geht's weiter. Oh, das riecht so lecker. Okay, wer sich jetzt gedacht hat, ich habe sie nicht mehr alle, weil ich so viele neue Lippenprodukte gekauft habe, also Lippenpflegeprodukte, es kommt noch mehr. Ich habe sie echt nicht mehr alle, ganz ehrlich. Aber es sind alles Neuheiten, die rausgekommen sind. Und ich wollte einfach alles testen und dann habe ich sie auch noch doppelt gekauft. So richtig verrückt eigentlich. Aber hey, von EOS sind jetzt solche Stifte rausgekommen. Ja, die anderen gehen von Stiftform in die runde Form und EOS, die runde Form erfunden hat, geht in die Stiftform über. Auch ein bisschen strange, aber hey. Da habe ich mir zwei Produkte mitgenommen und zwar einmal Strawberry habe ich mir, das ist das rosane. Und dann das hier habe ich schon aufgemacht, das war die Geruchsrichtung Rubsberry. Genau, also ganz normaler Stift und ist auch nicht farbig oder so, aber ganz, ganz, ganz toller Duft. Und das Ganze gibt es auch nochmal, ich glaube in so einem... Blau, Türkisblau, irgendwie sowas. Gibt es noch einen dritten Stift und der hat, glaube ich, auch wieder irgendwas mit Minze. Ist halt überhaupt nicht meins, deswegen habe ich mir die zwei fruchtigeren Sachen mitgenommen. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Make-up. Leute, haltet euch fest, es wird... Und ich würde sagen, wir starten direkt und zwar mit dieser tollen Palette. Ich habe euch ja schon ein Video dazu geschminkt.
Deswegen werde ich jetzt gar nicht so genau auf die Produkte eingehen. Ich habe ein komplettes Video, wo ich die ganzen Neuheiten von Essence getestet habe, mich damit frisch geschminkt habe. Deswegen, das werde ich euch alles in die Infobox verlinken. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und unter anderem habe ich eben mir diese Palette hier zusammengestellt. Man kann sich ja jetzt eine eigene Palette zusammenstellen, was ich mega finde, weil das gibt es jetzt eigentlich nur bei den ganzen High-End-Produkten wie MAC zum Beispiel. Und dass es sowas jetzt in der Drogerie gibt, finde ich einfach sensationell. Ich hatte mich hier damals entschieden gehabt für, ich glaube, ein Highlighter war dabei und ein Blush und ansonsten einfach nur Lidschatten. Ja, das sind so die Farben, die ich mir rausgesucht habe. Wenn euch genau interessiert, welche Farben ich mir rausgesucht habe, dann schaut mal in diesem Video vorbei, wo ich das alles gesagt hatte. Aber ja, finde ich mega. Richtig, richtig schöne Palette. Werde ich auf jeden Fall in die nächsten Urlaube mitnehmen. Dann diese Nagellackfarbe hat einen regelrechten Hype bei euch ausgelöst. Ich hatte wirklich noch nie so viele Screenshots auf Snapchat gehabt. Und zwar geht es um diesen Nagellack hier von Essence aus der Out of Space Stories Nail Polish Serie. Die Farbe 01. Schaut einfach mal auf Instagram vorbei. Ich habe den nämlich auch dort gepostet. Das ist einfach eine abnormal schöne Farbe. Wobei das Bild auf Instagram es noch nicht mal so richtig wiedergeben kann, weil gerade wenn man die Nägel dann so bewegt, dann gibt es eigentlich diesen richtigen Effekt. Und wie gesagt, ihr seid ausgerastet auf Snapchat. Das ist wirklich der Hammer. Ganz, ganz, ganz große Empfehlung auf jeden Fall. Und dann habe ich auch bei Trend It Up in die LE reingelangt. Die habe ich mittlerweile auch zugeschickt bekommen. Deswegen werde ich da die Sachen auf jeden Fall verlosen. Ich habe mir bei Trend It Up 2 neue Sachen rausgesucht und beide zugeschickt bekommen. Deswegen werden die Sachen auf jeden Fall in die Verlosung wandern. Und zwar einmal aus der Graceful Femininity LE, der Metallic Nail Polish in der Farbe 020. Ein wunderschöner, bäriger Ton, aber in so einem schönen Metallic, dass es noch so ein bisschen ja, metallisch schimmert. Und dann hier ein Eyeliner in der Farbe 30. Es ist einfach ein ganz normaler Eyeliner. Ich zeige ihn euch später, weil der hier ist noch zusammengeklebt. Ich mag den jetzt nicht aufmachen, weil den gebe ich dann an euch weiter. Der ist noch komplett zusammengeklebt. Einfach in braun. Einfach ein brauner Eyeliner. Wunderschön, habe ich mir gekauft und dachte mir so, yes. Der ist echt, 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 echt toll, als ich den geswatcht hatte. Dann noch ein Eyeliner und zwar aus der Essence-Kollektion der neuen und zwar dieser Cushion-Eyeliner. Auch den habe ich euch im Video gezeigt, präsentiert. Ich war mega zufrieden damit. Ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Also ganz, ganz große Empfehlung. Ist ja einfach jetzt was anderes, weil da hier wirklich so ein Cushion drin ist. Also so ein Schwamm praktisch, was in Farbe getränkt ist. Mal was ganz, ganz anderes kennt man ja eigentlich nur vom Make-up. Deswegen ist es nochmal so eine wirkliche Neuheit. Dann von Essence auch wieder die Neuheiten. Die habe ich im Video noch nicht gezeigt gehabt, weil ich die erst im Nachhinein leider Gottes ergattern konnte. Und zwar die neue Foundation in Matt. Also es soll wirklich eine richtig matte, schöne Foundation sein. Die habe ich jetzt auch schon ganz viele Reviews. Dazu hatte ich jetzt auch ganz viele Reviews schon gesehen gehabt und die soll mega, mega gut sein. Ich habe sie mir gleich in zwei verschiedenen Farben mitgenommen, weil ich mir nicht so wirklich sicher war. Einmal in der 20 und einmal in der 30. Das ist hier so ein Vanillaton und das ist so ein Sandton. Ich glaube, es gab auch nur drei Farben. Ich glaube, es gibt noch eine 10, also eine ganz helle. Und ja, je nachdem, wie gebräunt oder wie nicht gebräunt ich gerade bin, werde ich die dann eben entweder abdeckend benutzen oder halt eben mixen. Da bin ich schon sehr gespannt, die zu benutzen. Habe ich nämlich leider noch nicht gemacht. Dann habe ich mir einen Pinsel mitgenommen. Und zwar auch von Essence, der Eyebrow Brush. Richtig gut. Ganz, ganz, ganz fest gebundener, kurzer Pinsel, der leicht geschrägt ist und auch den hatte ich im Video verwendet gehabt aus den neuen Essence-Produkten. Also wenn euch der interessiert, dann da auch gerne mal reinschauen. Dann habe ich mir noch diese schöne Palette geholt von Essence, ist auch aus der neuen Sortiment sozusagen. Eine Blush-Palette. Ich habe mir die Farbe 10 mitgenommen. Ich glaube, es gab zwei verschiedene Farben. Ich finde die richtig schön. Also hier ist wirklich ein schöner mittlerer Blush, sage ich mal, so ein schöner Roseton, dann so ein bisschen dunkler und dann ist hier noch ein Highlighter mit dabei, was ich mega, mega nice finde. Wobei, das ist so hell, ich würde da vielleicht auch eher den Blush benutzen und den Highlighter vielleicht ein bisschen drüber, gerade im Sommer. Also ich finde die Palette mega schön und die durfte oder die musste mit. Dann habe ich mir noch eine neue Palette mitgenommen von Mabel in New York und zwar diese hier, eine Concealer-Palette oder beziehungsweise Concealer-Correcting-Palette. Es gab auch zwei verschiedene Farben. Ich habe hier die Farbe 02 Medium. Es gab noch die 01. Bei der 01 sind etwas hellere Farben und auch ein Grünton mit dabei, soweit ich mich erinnern konnte. Ja, die ist jetzt auch relativ neu draußen, hat mich auch direkt angelacht. Ordentlicher Preis, leider Gottes. Ich glaube, die hat irgendwas um die 12 Euro gekostet, aber naja. Hier ist ein Pinsel mit dabei. Eigentlich ganz gut. Das sind nämlich solche
geflachten Pinsel, wo man dann schön auftragen kann. Hier sind so Concealerfarben mit dabei, beziehungsweise auch Correctingfarben und auch Highlighterfarben. Ja, alles, was das Herz so begehrt, würde ich sagen. Ich habe sie leider Gottes noch nicht getestet. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Werde da auf jeden Fall berichten, ob sich der Preis lohnt, weil der ist schon ein bisschen happig, muss man sagen. Aber naja. Dann habe ich von P2 Full Matte Lip Primer bzw. Top Coat mitgenommen. Also es ist ein Primer Top Coat. So sieht das Ding hier aus. Finde ich richtig, richtig süß. Also komplett weiß. Das Ganze ist weiß, aber es ist durchsichtig. Also wenn man es auf die Lippen gibt, soll das wie so ein Primer sein, wie wenn man es auch fürs Gesicht benutzt. Dass alles so ein bisschen glatter, smoother, ebener ist. Dass man einfach besser ein Lippenprodukt auftragen kann. Gerade die ganzen matt Lippenstifte und so weiter, die ja sehr austrocknend sind oder die in die Fältchen kriechen, ist es gut, sowas zu benutzen. Sowas benutze ich momentan sehr, sehr gerne, eigentlich täglich, wenn ich irgendwas für die Lippen benutze. Dann habe ich mir von P2 auch aus der Cosmopolitan Chic LE ein Lip-Topper mitgenommen. Und zwar gab es solche Lip-Topper, einmal in Silber und einmal in Gold. Und die sind wirklich rein Silber. Also wenn man die irgendwie aufträgt, hier ist schon wieder alles gerade verklebt, ist es einfach ein komplett Gold oder komplett Silber und das soll auch nur ein Topper sein. Also sprich, ihr macht euch zum Beispiel irgendwie, irgendeine Lippenfarbe drauf, die ihr eben schön findet. Und diesen Topper gibt ihr natürlich nach eigenem Ermessen auf die Lippen. Für mich wäre es jetzt so, dass ich sage, ich würde das wirklich nur auf die Mitte so ein bisschen drauf tapsen, verteilen, dass es einfach so einen Effekt gibt. Das ist wirklich Silber. Das muss man wirklich ganz leicht dosieren und ich glaube, so ein Ding hier hält ewig und 3 Tage. Ist auch, wie gesagt, aus der aktuellen LE, wenn euch das interessiert. Eine neue Sache, die es im Sortiment jetzt allerdings gibt, nicht nur in der LE, sondern wirklich im Sortiment, ist dieses Bällchen hier. Das ist vom P2, ein Strobing Ball, also Strobing Wonder heißt der. Also allein die Verpackung finde ich ja mega, mega niedlich und ich musste natürlich im Laden swatchen und bin halt umgefallen. Das ist der absolute Hammer. Ich hoffe sehr, dass der in der Kamera so rüberkommt. Das ist doch echt abnormal. Also der ist super weich, super smooth und der hat einen Glow. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe das Bedürfnis, den überall hinzuschmieren. Auf die Lippen, auf die Wangen, auf die Augen, überall hin. Das ist so schön, weil es auch einfach so eine perfekte Farbe ist. Es gibt auch nur diese eine Farbe. Und es ist so eine Farbe, die ist nicht zu dunkel, nicht zu hell. Die passt einfach auf so viele Hauttypen. Also wunderschön. Den müsst ihr euch wirklich anschauen. Das ist der absolute Hammer. Dann habe ich noch eine Sache neu entdeckt bei P2 auch. Jetzt aktuell neu mit dabei ist es alles so zugeklebt. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Manche DMs kleben überhaupt nicht und da ist alles angedatscht. Und dann gibt es wieder DMs, die jeden Scheiß zukleben und man da ewig und 3 Tage beschäftigt ist. Ich habe hier eine neue Mascara noch mitgenommen von P2 und zwar die Blooming Monio Mascara. Ja, ich brauche eigentlich keine neuen Mascaras, weil ich gefühlt 500.000 habe, aber wie schön ist die denn bitte? Die hat so einen Rosenkopf und die musste dann einfach mit, weil sie sieht so schön aus. Ja, ist jetzt total die tolle Erklärung, ich weiß. Und die Bürste gefällt mir eigentlich auch, weil die ist hinten dick und wird dann vorne dünner. Ich mag sowas sehr gerne, was vorne dünn ist, weil man schön im inneren Augenwinkel arbeiten kann, ohne sich großartig zu verkleckern, weil ich stehe halt wirklich auf diese ganz großen Brushes einfach. Ich komme damit einfach am besten klar. Und gerade für die unteren Wimpern ist es auch immer gut, damit zu arbeiten. Deswegen, die Bürste gefällt mir auf jeden Fall. Wie sie letzten Endes ist, weiß ich nicht, aber die Verpackung hat einfach nur gesagt, kauf mich! Ja, und dann habe ich nachgegeben, weil es hat mit mir gesprochen. So, das war es jetzt erstmal vom ersten Teil. Es ist einfach definitiv viel zu viel, viel zu viel zu viel und ich habe ja noch nicht mal die ganzen PR-Pakete angefangen auszupacken. Deswegen, ich muss es einfach hier jetzt mal cutten, splitten und es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Ich hoffe sehr, dass ihr euch darüber freuen werdet. Und ja, jetzt würde ich erst einmal sagen, wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Ich hoffe sehr, dass euch der erste Teil gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich super über eure Daumen hoch freuen, über nette Kommentare natürlich. Sowohl die Kommentare aus dem ersten Teil hier und auch aus dem zweiten Teil nehmen beide am Gewinnspiel teil. Also ihr könnt auch unter beiden Videos kommentieren, überhaupt kein Problem, dann habt ihr sozusagen eine doppelte Gewinnchance. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende es hier erstmal und wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Tschüss!